Hallo zusammen, ich habe heute wieder mal eine Kombination. Unten so ein Holzkasten, dann ein Tiefkühlschrank und oben ein Auszug. Wir schauen uns das von der Seite her an. Das ist so ein Holzkasten, 2,525 breit, 20 hoch, ein Tiefkühlschrank und eben den Auszug. Das ist jetzt hier noch nicht alles nur aufeinander gestellt. Hier empfiehlt sich das vor der Montage zusammenzuschrauben oder zu kleben. Eine Holzleiste, Sika und dann habe ich ein Gerät. Und hier unten habe ich den Tiefkühlschrank. Am Tiefkühlschrank muss ich ja nicht so viel hin wie an den Kühlschrank. Wenn ich euch jetzt sage, wir können das unter Arbeitsplatte montieren, ihr seht, wie hoch das Teil ist. Wir haben also von Oberkant bis hier ganz am Boden haben wir 1,04 Meter. Das wäre dann also so gut Brusthöhe. Wenn ich da noch eine Tischplatte drauf mache, bin ich zu hoch. Also bei dieser Kombination würde ich empfehlen, ein Loch machen unter dem Kühlschrank, in den Keller runter. Das braucht ein Loch von 40 breit mal 30 und dann könnt ihr diese Kühlaggregate unter dem Fahrerboden, also unter dem Wohnmobilboden versenken oder im Boot unter die in die Bilge runter. Und so hätte ich die Aggregate im Boden an einem kühleren Ort und ich habe dann eine Höhe von hier von 83, wenn ich dann eine Tischarbeitsplatte habe von 90, ist das absolut machbar. Ja, das ist auch eine Kombination, die möglich ist, mit zwei externen Aggregaten, separat gesteuerten Aggregaten. Ihr könnt also Kühler separat brauchen, ihr könnt den Tiefkühler separat brauchen. Wenn ich dann hier, das ist jetzt der Tiefkühler, minus 24 Grad. Ich habe ihn vorher kurz aufgemacht. Ich kann hier über lange drücken. Kann ich den Kühlschrank bzw. auch den Tiefkühler ausmachen. Ja, wieder lange drücken. Ich kann den wieder einschalten. Ich kann auch hier plus 5 Grad einstellen als Kühlschrank. Dann habe ich die ganze Kombination als Kühlschrank. Unten kann ich 1,5 Liter Flaschen reinlegen. Oben habe ich dann nur Kühlschrank und der eben auf der Höhe von 90. Bedingt aber, dass ihr die Kühlaggregate unten im Boden setzt oder im Kasten nebendran. Wir haben eine Standardleitungslänge von hier bis zu den Aggregaten von 1,5 Meter. Und wenn ihr jetzt sagt, nee, das passt nicht, das muss 3 Meter sein, das muss mit Kupplungen sein, können wir alles fertigen, ist kein Thema. Dann könnt ihr die Aggregate auch in die Wachskiste stellen beim Boot oder im Motorenraum oder beim Wohnmobil in die Heckgarage. Ja, das ist eine Kombination zwischen einem Auszug und einem Tiefkühlschrank. Ich mache euch hier einen Link über den Kühlauszug.